Guten Morgen YouTube, heute zu einem etwas anderen Video und zwar an die Anime-Peeps. Ihr könnt gerne abschalten, die Tage kommen natürlich wieder ganz viel Anime-Stuff online und andere Sachen, aber wir reden ganz kurz über die NBA, also über den Basketball in Amerika, denn es ist sehr, sehr viel passiert. In der NBA ist es ja so, dass man für Spiele nicht unbedingt kauft, so wie in einem Fußballgeschäft, sondern es ist so, dass du Verträge tauschst. Ne? Du kannst halt Verträge, die passen, zum Beispiel der verdient 20 Millionen und dann hast du zwei Spieler, die verdienen 10 und 10 Millionen, kannst du miteinander tauschen. Da sind schon sehr krasse Sachen passiert und ihr merkt heute, Drip angepasst, weil es ist was ziemlich krasses passiert, was sehr, sehr krass. Also, ich denke mal, dass die Anime-Peeps sowieso weg sind, deswegen werde ich ein bisschen in NBA-Sprache reden für die Leute, die es interessiert. Die Phoenix Suns, die eigentlich sehr, sehr erfolgreich waren vor zwei Jahren in den Finals gegen die Bucks, leider verloren haben. Giannis war sehr, sehr stark unterwegs, die Suns standen sich ein bisschen selber im Weg. Und letztes Jahr sind sehr, sehr peinlich ausgeschieden im Game 7 gegen die Dallas Mavericks. Das war mehr als peinlich, das war einer der schlimmsten Erfahrungen für mich als Sportfan, muss ich sagen. Und ich war dabei, als Dortmund die Champions League gegen Bayern verloren hat. Aber die Phoenix Suns, die haben ja schon einen Roster, was ja einigermaßen nice war, ja. Und sie glaubt mir, ich weiß, dass ich war zu den Tagen am Start, wo es noch ein bisschen schwieriger war, wo die beste Hoffnung Dragan Bender war. Jedenfalls ist es so, dass die Suns getradet haben für Kevin Durant. Und ich möchte hier schon mal sagen, ich habe immer gesagt, mein ganzes Leben lang, dass Kevin Durant die zwei schwierigsten Championships in NBA All-Time gewonnen hat. Das, was Kevin Durant mit den Warriors gemacht hat gegen LeBrons Cavs, also das ist wirklich einer der schwierigsten Quests gewesen, die jemals stattgefunden haben. Nein, natürlich nicht. Aber Kevin Durant ist hier, wir werden jetzt kurz darüber reden. Ich werde auch kurz über andere Trades reden. Aber ja, Kevin Durant ist bei den Suns, das ist eine Saga, die sich lange erstreckt, die lange zurückgeht. Wir warten ja schon sehr lange darauf, dass es dazu kommt. Ich glaube, Kevin Durant hatte mit ein paar anderen Teams im Sommer die Suns als potenzielle Destination seine Organisation mitgeteilt, dass er halt dorthin möchte. Und es hat jetzt geklappt und das ist natürlich auch alles nicht so einfach. Also guck mal, dass Kevin Durant jetzt hier ist, das ist cool und das bringt die Suns, auch wenn du die Suns hatest, das ist völlig fein und so, aber das bringt die Suns in direkte Championship Aspirations. Also die sind sofort in Contention, die machen mit für die Championship. Ob ihr das cool findet oder nicht, ob ihr die Suns scheiße findet, ob ihr Booker, CP oder was auch immer sympathisch findet, ist irrelevant. Die sind in Contention, die sind einer der hottest Teams, das Ganze zu gewinnen. Ob ich daran glaube, das werde ich am Ende des Videos ein bisschen näher auffassen, aber lass uns das Ganze erstmal ausspielen. Ich muss sowieso sagen, in dieser Saison war ich mehr in Videos verstrickt und weniger in der NBA, deswegen meine Expertise ist nicht komplett, ja, also auf einem sehr hohen Level, aber ich meine schon ein paar Sachen zu wissen. Mikal Bridges tut sehr weh, weil Mikal war jemand, der up and coming war. Was heißt up and coming? Der war eigentlich schon da. Der ist halt ein sehr guter Spieler, der gerade in der Defensive alles gibt, der richtige Spider-Man-Arme hat, der offensiv jetzt die letzte Zeit auch immer mehr und mehr dazu gewonnen hat. Also für die Nets ist es ein sehr guter Deal, Mikal Bridges zu bekommen. Cam Johnson ist ein super Spieler, hat mir sehr gefallen, ist jetzt für mich persönlich jetzt nicht so ein herber Verlust, weil Cam Johnson ist gar nicht mal, also ist gefühlt gar nicht mal so lange her, wo er gedraftet worden ist, aber er ist 26, er wird jetzt 27, es ist okay, also das kann man verkraften, dass er geht, muss in so einem Deal halt drin sein, weil du kriegst Kevin Durant nicht für lau. Jay Crowder ist kein Problem, da hat sich irgendwie, oder da hat sich allgemein verstritten mit den Suns, deswegen sehe ich, der ist nicht ein großes Problem, der wäre eh getradet worden, wir haben schon, also ich und mein Bruder, weil der ist ja auch sehr großer Fan, wir haben schon darauf gewartet, was passiert, weil das echt eine komische Saga war mit Crowder, der nicht getradet worden ist, deswegen, das ist nicht so schlimm. Die vier Erstrunden-Bigs, alter Schwede, ey, das ist nicht ohne, ne? Also das ist definitiv nicht ohne. Das ist die ganze Zukunft. Wir haben einen Roster mit CP und Kevin Durant. Also die sind nicht jung, ne? Guck mal, also Kevin Durant ist, glaube ich, irgendwas 32 oder noch älter, 34. Und Chris Paul ist auch... Chris Paul ist 37 Jahre alt, auf Cristiano Ronaldo angelehnt. Ja, also sehr... sehr, sehr interessant, kann man auf jeden Fall schon mal so sagen. Zu TJ Warren, das ist wahrscheinlich der uninteressanteste Typ in diesem Deal. Das, was ich von TJ weiß, ist, dass er ein Baller ist. Er kann wirklich gut spielen, aber bei ihm ist so das Gefühl, wenn die Bühne immer größer wird, dann wird er auch immer kleiner. Wir hatten ja aber dieses Meme gehabt, dass er in der Bubble, also wegen der ganzen Rona-Sache, war es ja so, dass die NBA kurzzeitig in ein Areal gespielt hat, wo die ganzen
Spieler waren, gewohnt haben und keine Zuschauer waren, weil halt das Ronan-Ding am Laufen war. Und da waren keine Zuschauer und da hat CJ Warren seinen inneren Michael Jordan gefühlt, aber ja, danach halt schwierig, ne? Ja, ist aber eine gute Verstärkung. Ich meine, du hast jetzt CP, du hast Book, du hast Durant, du hast TJ und du hast Ayton. Das ist eine krasse Starting Lineup. Jetzt ist aber die Frage, was wird passieren? Für die Leute, die sich noch erinnern, zu meinen wenigen NBA Uploads. Ich habe ja in der Phase, wo sie gegen die Bucks gespielt hatten in den Finals, habe ich vorher gesagt, also ich habe vorher meinen Baum gemacht von den Playoffs, was ich glaube, was passieren wird, habe ich gesagt, dass sie weit kommen werden. Und ich hatte zu diesem Team, zu dieser Zeit, hatte ich wirklich das Gefühl, die können es schaffen, weil die haben echt gut gespielt, die haben sehr gut zusammengespielt. Das war einfach ein Team, was sehr, sehr gut zusammengesetzt war. Das ist ein Team, wo ich gedacht habe, okay, die können das schaffen. Und die haben gezeigt, dass sie bei einem ganz, ganz großen Moment ganz, ganz klein geworden sind, ne? Das hat auch so ein bisschen alles geschmälert, was man jetzt denken würde, ob die das Zeug dazu haben. Und jetzt weiß ich nicht, wo wir mit diesem Team sind. Ich sehe bei Monty Williams, dass der Coach von den Suns, dass er echt gut ist, aber ich sehe bei ihm immer wieder, dass er einfach keine Adjustments macht. Also er ändert nichts an seinem Plan, er fährt seinen Plan durch, wie es sein muss und ja, ist nicht dazu bereit, viel zu ändern. Ayton ist jemand, der so krass sein könnte. Letztes Mal hat mein Bruder noch. Ayton ist ein Spieler, der könnte wirklich immer 25-12 Schnitt haben. Also 25 Punkte und 12 Rebounds, aber ja, also irgendwie hat Ayton nicht so das Feuer, was man sich wünscht von so einem Big Man. Aber das kann alles noch werden. Ne? Letztes Jahr hat man einen kleinen Zwiespalt gehabt. Ich glaube, Ayton war sehr darüber aufgeregt, dass Monty ihm keine Plays gegeben hat, dass sie so eine Klatsche bekommen haben und er nichts bekommen hat. Und dann fingen, glaube ich, solche Worte wie von Monty, dass er gesagt hat, du quittest uns, also du bist nicht mehr mit uns, du hast uns aufgegeben quasi. Deswegen, dieses Team ist ein Rollercoaster. CP wird immer älter, ja, sein Spiel lässt es einigermaßen zu, dass er noch dieses Jahr auf jeden Fall auf Top-Niveau spielen kann. Aber wie gesagt, er wird immer älter. Wir haben im letzten Playoff-Run und im vorletzten Playoff-Run gesehen, dass mit CP irgendeine Sache ist. Also, so great er auch ist, und das ist er wirklich, er ist einer der besten Point Guards of all time. Das ist eine Sache, die man nicht irgendwie ihm wegnehmen kann. Aber so toll CP auch ist, haben wir einfach oft gesehen, dass er solche Sachen hat wie gegen die Warriors der Meltdown beispielsweise. Dann diese eine Verletzung, die er hatte gegen die Lakers. Ist keine Verletzung gewesen sein. Ich möchte nichts unterstellen, aber das war wieder so eine Sache, wo man das Gefühl hat, okay, was ist denn da los? Er konnte irgendwie seinen Arm nicht heben oder so. Er kann natürlich alles true sein, aber er wirkt halt komisch. Und auch letztes Jahr, ja, weiß ich nicht, lief da einiges nicht richtig. Gegen Teams wie die Pelicans, die man hätte eigentlich einfacher schlagen müssen, auch wenn die auf einem guten Weg waren. Und halt Dallas Mavericks, brauche ich nicht drüber reden. Luka ist in meinen Augen einer der besten NBA-Spieler zu diesem Zeitpunkt gewesen. Vielleicht sogar der beste NBA-Spieler zu diesem Zeitpunkt. Deswegen kann man sagen, ist es ja nicht so eine große Schande, gegen den besten NBA-Spieler zu dem Zeitpunkt zu verlieren. Ja, trotzdem. Aber die Dallas Mavericks waren jetzt nicht so stark in meinen Augen, wie das letztes Jahr ausgesehen hatte mit dem Game 7. Ja, also ich hoffe auf jeden Fall. Im Westen ist ja aktuell alles sehr, sehr knapp. Deswegen können sich da die Rankings sehr stark ändern. Das hat aktuell nicht so ein so ein Ausmaß, außer dass Jokic irgendwie auf dem Weg ist, den dritten MVP zu bekommen oder so ein Scheiß. Also ihr seht, es ist Boston auf einem sehr guten Weg, aber wenn wir mal in den Westen schauen, haben wir hier vom dritten Platz 31 Punkte bis zum neunten Platz 28 Punkte, also Siege, beziehungsweise das ist alles sehr, sehr, sehr nah dran. Da kann auch einiges passieren. Phoenix aktuell auf der 5 und auf einem guten Weg hochzugehen, wobei ich diese Paarung hier sehr, sehr feiern würde. Ich sag sowieso, komme wer da wolle, mit dem Roster von den Suns, wenn die normal spielen, wenn die sich nicht sind sie einfach für mich die Favorites, das ganze Ding rauszuholen. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ehrlich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich roote für sie, ich hoffe auch und so, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so kommen wird tatsächlich. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich jetzt das Reverse Jinx, aber keine Ahnung. Ist aktuell sehr komisch. Auf jeden Fall ist es ein Big Year für Booker. Er hat jetzt ein super Team, er spielt in meinen Augen sehr gut und jetzt hat natürlich die Frage, wie wird er weitermachen? Wie wird Booker weiterhin die nächsten zwei Jahre spielen? Das wird sehr, sehr interessant zu sehen sein. Was natürlich cool ist, Kevin Durant und Book sind ja über die Olympiaspiele ein bisschen Friends geworden. Also ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass sie auf jeden Fall harmonieren werden. Ich weiß nicht, was seine Beziehung ist oder was Durants Beziehung zu CP ist. Aber naja, das wird man dann sehen. Also zu den Suns, sehr, sehr spannend. Ich bin ich habe echt Bock zu sehen, wie das weitergeht, auch wenn ich von der Regular Season dieses Jahr nicht so viel geschaut habe, bin ich sehr gespannt auf die Playoffs, weil die schaue ich mir sowieso immer an.
Und ja, Leute, Phoenix Suns, wird spannend. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und ganz kurz nochmal zu der Pick-Sache an sich. Also 4 Picks sind auf jeden Fall sehr hart. Dann, dass man, wenn man dann nochmal im Kopf hält, dass CP und Kevin Durant nicht jung sind, könnte das echt krass nach hinten losgehen. Ich meine, die Lakers sind ziemlich marsch, weil die ihre ganzen Picks weggetradet haben. Die sind ja richtig, also wenn LeBron da mal Karriereende macht, wann das auch sein mag, ist sehr, sehr crazy, was da passieren wird. Aber Suns sind in einer ähnlichen Situation. Ich sehe gerade hier, dass die Picks 2023, 2025, 2027 und 2029 sind. Absolut geisteskrank, wenn man darüber nachdenkt. So, okay, ich wollte mal kurz über die anderen, über andere Trades reden, und zwar über den Trade von D'Angelo Russell zu den Lakers. Ich suche noch mal kurz den Tweet raus, genau. Also die Lakers bekommen D'Angelo Russell, Malik Beasley und Jared Vanderbilt. Das sind zwei gute Rollenspieler und halt D'Lo. Die Wolves bekommen Mike Conley und Picks. Und Russell Westbrook mit einem leicht beschützten 2020er Lakers-Pick geht zu den Jazz. Keine Ahnung, was die Lakers noch für Picks haben. Aber ja, sehr interessant, weil genau, auch noch einen Deal: Juan Toscano Anderson und Damon Johnson zu Jazz. Nick und Alexander Walker zu den Timberwolves. Okay, also. Interessant. Also D'Lo war ja schon mal bei den Lakers. Ich glaube, die Lakers haben ihn ja auch gedraftet. Und das lief ja auch einigermaßen ganz in Ordnung. Und dann kam es ja dazu, dass D'Lo irgendwie gesnitcht hatte. Ich glaube, der hat irgendwie einen Homie von seinen, also seinen Spielmates und seinen Teammates irgendwie gesnitcht oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall war es eine sehr unreife Aktion. Daraufhin wurde er, also die mussten ihn halt traden, weil das ging dann halt nicht mehr weiter. Dann ist er irgendwann bei den Brooklyn Nets gelandet, hatte ein sehr interessantes Jahr, wo die Brooklyn Nets, glaube ich, auf dem achten Spot gepusht haben, um in die Playoffs reinzukommen. Dann hatten die auch gute Playoffs im Sinne von, wie sie gespielt haben. Ich meine, das war ein First-Round-Exit, aber die haben auf jeden Fall gezeigt, dass da in Brooklyn was Neues aufgebaut wird. Dann kam es halt dazu, dass er, glaube ich, zu den Warriors irgendwie getradet. Genau, das war der Kevin Durant Sign-and-Trade. Und bei den Warriors hat er halt geballt, aber für die Warriors war ja quasi nur ein Asset, was getradet werden sollte. Ich meine, das ist dann irgendwann in Wiggins resultiert, und das hat natürlich auch den einen Ring eingebracht, aber D'Lo hat damit per se nichts zu tun. Und bei den Wolves, ja, keine Ahnung, also weiß Gott, was bei den Wolves abgeht. Die sind ja auch, glaube ich, im besten Achter, aber wie gesagt, das ist alles sehr, sehr knapp beieinander. Ja, jetzt reden wir über den Lakers. Ist, also, wenn wir über den D'Lo reden, der bei den Brooklyn Nets gespielt hat, was er für eine Reife gezeigt hat und was er für ein Spiel gezeigt hat, hätte ich gesagt, wow, krasser Deal. Besser als Russell Westbrook, sowieso. Also ich bin jemand, der, ich finde den Russell Westbrook Slender echt krank, weil er wirklich ein heftiger Spieler ist. Ich selber bin jetzt nicht der größte Fan von ihm, muss ich zugeben, aber ja, man kann sich nicht davor verstecken, dass man ihn traden musste, weil was. Auf jeden Fall, D'Lo ist jetzt da, ist interessant. Vielleicht, ich glaube, D'Lo ist so ein Spieler, der braucht eine Destination, wo er sich richtig wohlfühlt. Und ich glaube, bei den Wolves dachte er, dass er sich wohl fühlt mit Cat, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn die Lakers ihn gut annehmen, wenn LeBron nicht so sehr seinen Kopf auseinander nimmt, dann kann das eine Destination sein, wo er gut spielen kann. Das wird sich die nächsten Spiele von ihm erstmal zeigen. Also bleibt spannend. Finde ich, ist ein okayer Deal dafür, dass die Lakers unbedingt Russell Westbrook loswerden wollten und sogar zwei Rollenspieler dafür bekommen. Deswegen, ja, ist alright. Sehr interessant, nevertheless. Ich hätte immer damit gerechnet, dass man so einen Blockbuster-Deal gehabt hätte von, weiß ich nicht, Kevin Durant zu den Boston Celtics für Jaylen Brown und Picks, aber hey, die waren schneller. Abseits dessen, Kyrie zu den Mavs, auch sehr weirder Deal. Ich stelle mir die Dynamic zwischen Luca und Kyrie sehr, sehr komisch vor, muss ich sagen, aber ich bin ja eigentlich jemand, der, ich finde von der NBA, rein vom Spielstil zuschauen, ist Kyrie einer der coolsten Spieler. Aber ne, alles andere ist halt ein bisschen weird. Okay, sehr interessant. Also, die Brooklyn Nets haben damals mit, was war das, Kevin Garnett, Paul Pierce und, war das,
Ray Allen oder wer anders? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls haben die Brooklyn Nets damals schon versucht, so eine Big Three zu bilden. Und das ist ja jetzt noch mehr nach hinten losgegangen. Die hatten den Kyrie und die hatten Kyrie in der Free Agency geholt. Die hatten Kevin Durant mit dem Sign-Trade geholt. Und dann haben die auch, glaube ich, Harden getradet. Und ja, jetzt stehen die halt da mit nicht mal... Also, theoretisch kannst du sagen, die waren eine Fußspitze von Kevin Durant entfernt, in den Finals zu spielen, aber das Experiment hat nicht geklappt und man muss halt wirklich sagen, dafür, dass das Experiment nicht geklappt hat, haben die noch Assets, die echt gut sind, weil die haben viele Picks, die haben ja viele Picks abgegeben und jetzt haben die viele Picks. Die haben Mikal Bridges, den kannst du auf jeden Fall noch geil traden, falls du möchtest. Du könntest den auch theoretisch behalten. Jay Crowder müsste getradet werden, denke ich mal. Dann haben wir Spencer Dinwiddie, den die auch, glaube ich, traden wollen. Der war ja auch schon mal da. Cameron Johnson, weiß nicht, was ihr Plan ist. Joe Harris könnte man auch traden für ein Team, was noch einen Shooter braucht und Championship Aspirations hat. Ben Simmons, ja. Ben Fox. Simmons, man. Aber ja, dafür, dass sie so reingekackt haben mit dem Risikospiel, was sie gemacht haben, sind sie gut rausgekommen, einigermaßen. Natürlich, es ist in der NBA so, wenn du einen Spieler wie Kevin Durant oder Kyrie Irving tradest, dann wirst du nicht gleichwertig was zurückbekommen. Das ist fast nie der Fall, weil das so ein großer Name und so ein großer Spieler ist. Aber wenn du dir überlegst, in was für eine Situation sie sich manövriert haben und was sie dafür zurückbekommen haben, ist es actually alright, würde ich sagen. Ja, also so viel zu diesem kleinen NBA-Talk. Sehr, sehr spannend, was da abgeht. Jetzt nächste Woche Champions League. Mal gucken, was da so abgehen wird. Aber ja, Leute, ich bin raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao und tschüss.